Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, kommen wir nun zum letzten Teil des meiner Videoreihe über das Fremo-Treffen in Dreiskamp-Muckern 2022. Ja, als erstes haben wir jetzt einen Gastbeitrag. Viel Spaß. Gut, das ist also die G73. Preußen hat damals, als sie von der dreifach gekuppelten zur vierfach gekuppelten Maschine überging, haben sie wie überall mehrere Versuche gestartet. Also die Zwillingsmaschine, das ist ja die G71, die es von Pilo gibt. Und als Verbundmaschine G72, wie sie vom Modell Loco gab oder später dann von Schwarz. Und das gibt es eine G73. Also die vierfach gekuppelte Güterzugmaschine, Nassdampf, Verbundbauart mit Adamsachse vorweg. Und die gab es als Modell von Westmodell, gab es einen Umbausatz, aber da sind nicht allzu viel verkauft worden und das ist ein Umbau von mir. Und damals ist Van Boris, der war irgendwie in Preußen dafür verantwortlich für die Entwicklung der ganzen Maschinen und der hatte eine Studienreise in Amerika, steht in jedem Logarchiv. Und auf dieser Studiereise hat er die 1D-Maschine als die Standardgüterzuglok in Amerika kennengelernt. Und er hat dann versucht, diese Erfahrungen, die er dort gemacht hat, auf Preußen zu übertragen. Und da hat er die Maschine bauen lassen. Und im Gegensatz zu den G71 und G72, die dort mit einer Achslast von 15 Tonnen unterwegs waren, hat die Maschine nur 13 Tonnen. Und mit einigen Problemen. So war die Laufachse nur mit 7 Tonnen, also der halben Kuppelachslast belastet. Und das führte ja zu einigen Entgleisungen. In Amerika, die haben jetzt andere Achsdrücke dort von 25 Tonnen und mehr gehabt. Aber hier in Preußen mit 13 Tonnen ist nicht viel zu wollen. Und nach 15 Maschinen haben sie dann die Fertigung eingestellt, weil aus Sicht der Eisenbahndirektion bei den geringen Geschwindigkeiten, die wir hier gefahren sind, war die Laufachse überflüssig. Die brachte also keine Verbesserung der Fahreigenschaften oder eine Entlastung. Und erst im Ersten Weltkrieg wurde nochmal eine Nachauflage produziert. Das waren ungefähr 70 Maschinen, wenn ich mich recht erinnere. Und die waren natürlich für die eroberten Gebiete im Osten mit ihren 13 Tonnen Achslast viel besser geeignet als die schweren G81, also die Feldeisenbahner, die kamen sowieso mit Nassdampf viel besser zurecht. Weniger Teile, weniger was kaputt gehen kann. So, und die sind dann relativ schnell ausgemustert worden und nach dem Ersten Weltkrieg, also zur Reichsbahn, sind auch nur eine Handvoll Maschinen gekommen und die sind auch relativ schnell ausgemustert worden. Ja, und das Modell, das entstand jetzt auf Basis von Modell Loco. Ich hatte damals eine G72 von Modell Loco. Ich habe versucht, das Fahrwerk zum Laufen zu kriegen, was mir nicht gelungen ist und anderen Leuten nicht. Und dann kam irgendwann die schwarze G72 in meinem Bestand, die ich noch nicht gebaut habe. Und dann war die hier im Prinzip nur Schrott. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich damit machen und habe eben die G73 draus gebaut. Also ich habe dann Messingprofil, so wie ich es immer habe, als Rahmen genommen. Die Maschine hat tatsächlich auch eine Adamsachse, also kein schwenkendes Drehgestell, die ist gefedert, so wie eben beim Vorbild. Und habe also aus einem Messingprofil habe ich den Lokrahmen gebaut. Die Räder sind von der G10 von Rocco. Die sind ja viel zu klein. Passen hier bei der G7 ganz gut. Mussten in der Mitte noch mehr abgedreht werden auf 0,4, 0,35 ungefähr. Läuft aber trotzdem zuverlässig die Maschine. Ja, und was soll's denn jetzt machen? Nach unserem kleinen Gastbeitrag von Andreas, dem Betreiber des Kanals Immer schlecht gelaunt. Ja, was erwartet uns heute zum Schluss der Serie? Ja, wir sehen jetzt hier einen Zug heranbrausen, wo wir sehen, ja, zumindest die Wagen ist jetzt nicht irgendwie, das sieht jetzt nicht unbedingt nach Epoche 2 aus. Das Ganze nennt sich freies Fahren. Das ist meistens, wenn keine Zeit mehr ist für einen kompletten Fahrplan, dann wechselt man ein paar Fahrzeuge aus und setzt dann auch mal was anderes drauf. Wie diese P42. Ja, und fährt dann, lässt dann sozusagen die Schätzchen mal fahren.
Ja, es ist, also ich habe das immer viel genutzt damals als Werbeveranstaltung für die Epoche 2, als es die noch nicht gab. Hier ist es eine Werbeveranstaltung für die Epoche 1, wo sich die Gruppe quasi gerade bildet und wo es also in Zukunft vielleicht schon im nächsten Jahr mal ein Treffen geben wird, von dem ich dann natürlich auch berichten werde. Hier haben wir eine S4, wenn mich nicht alles täuscht. Ist also auch ein Kleinseilmodell. Ja, und dann gab es dann eigentlich über das ganze Treffen so ein bisschen eine, naja, Fahrzeugausstellung hinten im Bergwerk. Ist also noch nicht durchgestaltet. Das heißt also, es gibt da viele freie Flächen und das wurde eben genutzt, um da diverse besondere Fahrzeuge hinzustellen. Wir sehen also hinten die Saxonia und vorne sehen wir hier eine 12, eine sächsische 12H, die spätere Baureihe 176. Ja, und hier eine tschechische Lokomotive T669, wenn ich es jetzt nicht falsch lese. Eine Baureihe 79, Trix Feinart. Die hat während des Treffens den Besitzer gewechselt und wird noch ein bisschen umgearbeitet. Die wird wahrscheinlich grün und wird dann bei irgendeinem Treffen in der Zukunft auch mal auftauchen. Ja, die 79 ist eine sehr eigentümliche und auch sehr besondere Baureihe, die also auch eine sehr ungewöhnliche Konstruktion aufweist. Das ist vielleicht mal ein Video, also ein Thema für ein eigenes Video, wenn sie dann mal umgebaut ist. Aber es gibt natürlich auch bewegte Bilder. Es gab ja mal die Saxonia von Pico. Da hatte die Lok also noch so einen Geisterwagen. Man sieht hier, sie fährt allein. Ist jetzt auch kein Wunder. Ich meine, wenn man in einer Lok der Spur N oder Z einen Motor unterkriegt, dann kriegt man es in der Lok natürlich auch rein. Man muss es halt nur bauen. Und da gibt es halt geschickte Hände, die sowas dann hinbekommen. Ja, tolle Sache. Die Lok ist dann beim freien Fahren ja, mehrmals hin und her gefahren mit verschiedenen Zügen, meistens hier mit dem Güterzug. Und ja, war natürlich quasi sofort Publikumsliebling. Also was sieht man ja nicht alle Tage. Also ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nicht aus der Pico-Lok entstanden, sondern ein kompletter Neubau. Na, also war auch deutlich filigraner. Ja, das ist so ein bisschen ein zukünftiges Projekt wahrscheinlich. Ja, und dann kommen wir hier zum Bergwerk, wo man einen sächsischen Stellhebel bedienen kann, wo also hier eine Weiche gestellt wird. Ja, die Weiche passt dadurch zu den Weichenhebel, weil auch das ist eine sächsische Weiche, also mit einer Weiche nach dem sächsischen Vorbild. Das Schwellenband, hier haben wir mal noch den Stellhebel, das Schwellenband gedruckt also im 3D-Druck mit dem Sehndrucker und die Profile sind Code 60 Profile und die Zungen sind Code 40. Ja, hier sehen wir noch mal die Mechanik. Ja, das Ganze geht zurück auf die Idee eines Modellbahnkollegen, der das hier auch durchgeführt hat, ne? Der also seine Heimanlage bauen wollte, damit allerdings immer noch nicht fertig ist und dafür preußische Weichen entworfen hat. Unter anderem auch aus dem Grund, weil also die gekauften Weichen deutlich teurer sind. Hier also steckt natürlich viel mehr Arbeit drin, aber der Druck und die Profile, dann weiß ich nicht, was die Weiche kostet, wenn man jetzt mal die Arbeit abzieht. Also das sind dann ein paar Euro bleiben da übrig, also es ist nicht viel. Ja, die Schwellen sieht man jetzt hier leider nicht so ganz. Die haben sächsischen Schwellen haben ein bisschen eine andere Form. Sind also jetzt nicht so quadratisch im Grundriss. Ja, soweit, so gut. Wir sind schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also die ganze Serie, alle 5 Videos haben wir uns jetzt quasi durchgekämpft. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wenn es euch gefallen hat, also Abo tut nicht weh. Ein Like auch nicht. Schönen guten Abend. Macht was draus.